Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als ich die Anträge der Opposition zu diesem Setzpunkt der FDP gesehen habe, dachte ich mir, das ist für einen Schuljahresanfang ja erstaunlich moderat. In den Reden wurde jetzt ein bisschen verbal nachgelegt und aufgerüstet. Aber im Kern beschäftigen sich die Anträge der Opposition damit, dass es in Hessen wie in allen anderen Bundesländern auch derzeit schwierig ist, alle Lehrerstellen auch zu besetzen. Wenn ich mir überlege, über was wir in diesem Haus schon an anderen Schuljahresbeginnen gestritten haben, dann haben wir das jetzt auf ein wichtiges Problem, auf eine wichtige Herausforderung reduziert. Aber in allen anderen Bereichen, entnehme ich den Anträgen der Opposition, ist die Kritik nicht mehr so scharf wie in früheren Jahren. Das nehme ich erst einmal sehr positiv zur Kenntnis. Aber lassen Sie uns über die bundesweite Lehrerknappheit reden. Weil natürlich ist das eine Schwierigkeit. Aber tun Sie doch bitte nicht so, als sei das ein hessisches Spezifikum. Kollege Schwarz hat ja schon aus anderen Bundesländern einige Zahlen genannt. Ich will ergänzen, und damit Sie sehen, dass das keine parteipolitische Debatte ist, fange ich mit Baden-Württemberg an, wo die GRÜNEN ja den Ministerpräsidenten stellen. Nicht die Schulministerin, aber den Ministerpräsidenten. Ich will mich da nicht drücken. In Baden-Württemberg sind die Zahlen noch viel größer, wo es ein Delta gibt zwischen den Lehrern, die man bräuchte, und den Lehrern, die auf dem Markt zur Verfügung stehen. In Brandenburg über 500 Lehrer, die dort fehlen. In Sachsen über 540 Lehrer, die da fehlen. Andere Beispiele hat der Kollege Schwarz. Nein, es ist nicht so schlimm, Herr Kollege. Das Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Degen? Gleich, das sage ich eben nicht. Ich sage nur, wir haben eine Herausforderung. Und diese Landesregierung reagiert auf diese Herausforderung. Das ist nämlich das Entscheidende. Wir handeln, um dem Lehrermangel zu begegnen, indem wir kurzfristig Pensionärinnen und Pensionäre gebeten haben, wieder in den Schuldienst zu gehen, indem wir mittelfristig Weiterqualifizierungen für andere Lehrämter angeboten haben und indem wir langfristig die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen erhöht haben. Was ist denn eigentlich die Alternative dazu, es so zu machen? Dazu habe ich noch nichts gehört. Bitte, Herr Kollege Degen. Danke für die Möglichkeit, Herr Kollege Wagner. Bei den Beispielen, die Sie aufzählen, ist Ihnen bekannt, ob man dort auch wie in Hessen Personen ohne jegliche pädagogische Ausbildung im Umfang von 10% auch auf volle Lehrerstellen setzt? Herr Kollege, die Frage, ich beantworte Sie mit der dpa-Meldung von dem dpa-Dossier Bildung aus dem März 2017 am Beispiel Niedersachsen. Deshalb vielen Dank für die Frage. Zitat aus der dpa-Meldung. Niedersachsen stellt mehr Quereinsteiger ein. Angesichts des bundesweiten Lehrermangels stellt Niedersachsen verstärkt Quereinsteiger ein und muss auch zahlreiche ausgeschriebene Stellen unbesetzt lassen. Herr Kollege Degen, vielen Dank für die Zwischenfrage. Alle Bundesländer haben die gleiche Herausforderung, und alle Bundesländer lösen sie gleich. Zur Erläuterung, in Niedersachsen stellt die SPD den Kultusminister, Kultusministerin. Ich finde es übrigens mutig, Herr Kollege Greilich, dass ausgerechnet die FDP das Thema der zu wenig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer hier so groß macht. Ein Lehrer, eine Lehrerin braucht je nach Lehramt 5 bis 7 Jahre, bis sie fertig ausgebildet ist. Ich glaube, darüber gibt es Einigkeit hier in diesem Haus. Die Lehrerinnen und Lehrer, die heute also fehlen, Herr Kollege Greilich, hätten in der Verantwortung von FDP-Kultusministerinnen ausgebildet sein müssen. Insofern etwas Piano, Herr Kollege Greilich. Ich habe gesagt, ich war überrascht, dass die Anträge der Opposition, für einen Schuljahresanfang moderat sind. Die Opposition spricht über 100 Stellen, die bislang nicht besetzt sind an den Schulen.
Und wir, nein, 100 Stellen sind nicht besetzt zum Schuljahresbeginn, Herr Kollege Degen. Wir sprechen über die über 50, auch über die über 50.000 Stellen, die besetzt sind und die eine hervorragende Arbeit in unseren Schulen leisten. Man muss immer auch mal ein bisschen einordnen. Sie reden über 100 Stellen, wir reden über 50.000 Stellen. Und wir reden auch über die Schwerpunktsetzung, die wir seit Beginn dieser Legislaturperiode im Bildungsbereich haben. Für den Ausbau der Ganztagsschule, für die Integration, für die Deutschförderung, für Inklusion, für die Lehrerzuweisung nach Sozialindex. Meine Damen und Herren, in diese Schwerpunktbereiche der Bildungspolitik, für diese Schwerpunktbereiche stehen seit Beginn dieser Legislaturperiode 3.510 Stellen zusätzlich zur Verfügung. 3.510 Stellen für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Darüber sollte in der bildungspolitischen Debatte dann auch geredet werden, meine Damen und Herren. Ich will das noch einmal aufschlüsseln, die 3.510 Stellen zusätzlich für Bildungs- und Chancengerechtigkeit, Herr Kollege Rock. 240 Stellen mehr für die Lehrerzuweisung nach Sozialindex. Also, dass Schulen, die besonders herausgefordert sind, eine bessere Lehrerausstattung bekommen. Eine Idee, die die FDP damals gemeinsam mit der CDU auf den Weg gebracht haben, wir jetzt deutlich Fahrt in dieser Entwicklung aufgenommen haben. Warum schweigen Sie eigentlich dann heute zu dieser Entwicklung und zu diesen zusätzlichen Stellen? Fast 1.000 Stellen seit Beginn dieser Legislaturperiode stehen zusätzlich für das Ganztagsschulprogramm des Landes zur Verfügung. 1.000 Stellen. Das hat es in dieser Geschwindigkeit in Hessen noch nie gegeben. Meine Damen und Herren, es ist nicht nur ein Maß an Stellen, was es noch nie gegeben hat. Wir haben auch die ideologischen Scharmützel um das Thema Ganztagsschule beendet. Durch diese 1.000 zusätzlichen Stellen konnten in Hessen alle Anträge von Schulträgern bewilligt werden, die wollten, dass eine Grundschule Pakt für die Nachmittagsschule wird. Und es konnten zusätzlich alle Anträge von Schulträgern auf eine rhythmisierte Ganztagsschule nach Profil 3 der Ganztagsschulrichtlinie genehmigt werden. Das, was die Opposition hier an ideologischen Streit immer noch aufführt beim Thema Ganztagsschule, das gibt es in der Realität seit dieser Legislaturperiode nicht mehr, meine Damen und Herren. 686 Stellen zusätzlich für den Bereich Inklusion. Also für den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung. Wir haben jetzt erstmals die Entwicklung, dass im inklusiven Unterricht mehr Lehrkräfte eingesetzt sind als an Förderschulen. Und wir gehen hier einen sehr behutsamen Weg mit Augenmaß, weil wir auch beim Thema Inklusion den Elternwillen zur Grundlage unserer Politik gemacht haben. Nicht irgendwelche Vorgaben, nicht irgendwelche Stichtage zur Abschaffung von was weiß ich für Schulformen. Eben das genau nicht, sondern eine organische Entwicklung, wo die Eltern entscheiden, welchen Förderort sie für ihr Kind wollen. Ich finde auch hier eine richtige Politik, meine Damen und Herren. 1.610 Stellen zusätzlich für die Bereiche Deutschförderung und Integration. Meine Damen und Herren, natürlich kann man immer noch mehr machen. Natürlich muss man immer noch mehr machen. Natürlich lösen auch 3.510 zusätzliche Stellen in den Schwerpunktbereichen noch nicht alle Probleme. Aber man muss einmal zur Kenntnis nehmen, bei den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen unsere Schulen stehen, werden sie in dieser Legislaturperiode in einem Maße unterstützt, wie es das noch nie gegeben hat. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir in dieser Debatte ja natürlich auch weiter über die 100 Stellen sprechen, die noch nicht besetzt sind. Mich würde einmal interessieren, was denn die Vorschläge der Opposition sind, was sie wirklich anders machen würde als diese Regierung. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn wir über die tolle Arbeit der über 50.000
Lehrkräfte reden würden, die besetzt sind. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn auch die Opposition in diesem Haus zur Kenntnis nehmen würde, dass wir in den Schwerpunktbereichen, die, glaube ich, von niemandem hier im Haus infrage gestellt werden, in dieser Legislaturperiode bislang 3.510 zusätzliche Stellen bereitgestellt haben. Das wäre dann eine ausgewogene bildungspolitische Debatte. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seien Sie zunächst ganz unbesorgt. Wir werden noch genug Gelegenheit haben, und ich werde auch selbst dafür sorgen, in den nächsten Sitzungen dieses Hohen Hauses bildungspolitische Grundsatzdebatten zu führen. Aber der heutige Setzpunkt der FDP gibt uns sogar eine besondere Chance. Sie fordern einen Bericht zum Schuljahresbeginn ein. Den gebe ich Ihnen gerne. Und das bedeutet, dass wir uns heute sozusagen die Pflicht in Gestalt der Zahlen, Daten, Fakten zum Schuljahresbeginn vornehmen können und dann bei der nächsten Debatte umso mehr Zeit haben werden, über die Dinge zu reden, auf die es über das einzelne Schuljahr hinaus ankommt und woran sich Bildungspolitik langfristig messen lassen muss, nämlich insbesondere über die Qualität von Schule und Unterricht. Aber lassen Sie uns erst einen Blick auf den Beginn dieses Schuljahres werfen. Ich muss sagen, ich war ja ein bisschen enttäuscht, als ich die Überschrift des Antrags der FDP las, unveränderte Probleme zum Schuljahresbeginn an den Schulen. Nun gut, dass die Opposition nur Probleme sehen will, das ist ihr Job. Aber unverändert? Meine Damen und Herren, wenn eines unverändert ist, dann ist es das Engagement dieser Landesregierung für die Bildungspolitik, das sich seit Beginn dieser Legislaturperiode in Investitionen in nie gekannter Höhe niederschlägt. Dann ist es gerade deswegen auch der reibungslose Ablauf des Schuljahresstarts. Und dann ist es die angesichts dessen wachsende Verzweiflung der Opposition, die jetzt in Gestalt der FDP mit dem dritten Setzpunkt in Folge versucht, irgendeinen Ansatzpunkt zu finden, irgendeinen, um aus diesem früher so dankbaren Thema endlich wieder wahltaktisches Kapital schlagen zu können. Aber umgekehrt, meine Damen und Herren, wenn sich eines verändert hat, und es ist bemerkenswert, dass das hier in der Debatte keinen Niederschlag gefunden hat, dann sind es die Schülerzahlen. Dann ist es die Zahl der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse, die in den letzten zwei Jahren zu uns gekommen sind. Und dann ist es die Tatsache, dass wir vor zwei Jahren noch Hunderte von Bewerberinnen und Bewerbern auch im Grundschullehramt und überhaupt kein Problem hatten, die Stellen zu besetzen, und heute große Anstrengungen unternehmen müssen, um für alle unsere neu geschaffenen Stellen qualifizierte Lehrkräfte zu finden. Ja. Aber dann habe ich mir den Antrag etwas näher angeschaut, meine Damen und Herren, und habe mit einer gewissen Überraschung festgestellt, wenn man ihn der üblichen Oppositionsrhetorik entkleidet, also gerade mal die Punkte 1 und 2 wegnimmt, dann stehen da eigentlich viele vernünftige Dinge drin. Das Einzige, meine Damen und Herren, was Sie offensichtlich noch nicht mitbekommen haben oder nicht mitbekommen wollen, weil das natürlich nicht zur Oppositionsrolle passt, ist, dass die Landesregierung all das schon macht. Das ist schade. Deswegen ergreife ich gerne die Gelegenheit, Ihnen das noch einmal zu erläutern. Fangen wir mit der Inklusion an, also mit dem Punkt 3 des Antrags. Da müssen Sie von einer meiner Reden den oberen Teil mit dem Namen abgeschnitten haben. Denn genau darum geht es uns. Die Orientierung am Kindeswohl. Den bestmöglichen Förderort für jedes einzelne Kind zu finden. Deswegen führen wir die inklusiven Schulbündnisse ein. Weil nur wenn alle Akteure und Entscheidungsträger an einem Tisch sitzen und den Blick auf das einzelne Kind richten, diese Entscheidung fundiert und sinnvoll vor Ort getroffen werden kann. Und natürlich kann dieser bestmögliche Förderort nur dann gefunden werden, wenn ich einerseits die Regelschulen zunehmend in die Lage versetze, inklusive Beschulung durchzuführen, und andererseits weiterhin ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot vorhalte. Und genau das tun wir, meine Damen und Herren. Wir tun es beides. Ich will eine Bemerkung machen, weil der Abg. Greilich von dem Sterben von Förderschulen sprach. In den letzten drei Schuljahren, für die ich jetzt als Minister die Verantwortung trage, sind genau zwei öffentliche Förderschulen in Hessen aufgehoben worden. Zwei von knapp 200. Also, wenn man da vom Sterben der Förderschulen spricht, ist das mindestens ein bisschen übertrieben. Und so investieren wir auch unsere sonderpädagogischen Ressourcen, meine Damen und Herren. 210 Stellen zusätzlich nur für die inklusiven Schulbündnisse. Eine Stellengarantie, dass bei zurückgehenden Schülerzahlen keine Stellen für Förderschullehrer aus dem System genommen werden. Und im Falle steigender Schülerzahlen eine Nachsteuerung, für die wir dann zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen. All das im Dienste des Kindeswohls. Und um die Quoten der Bertelsmann-Stiftung.
die ja sowieso nur etikettierte Schülerinnen und Schüler wie die Erbsen zählen kann, habe ich mich ehrlich gesagt noch nie geschert, meine Damen und Herren. Aber ja, ich könnte Ihnen auch noch ein paar Beispiele aus der Hochschule nennen, aus meinem Zivilberuf, aber das heben wir uns vielleicht für eine andere Debatte auf. Ich darf vielleicht nur eines festhalten, wenn, wie es ja auch in dieser Debatte wieder aufgeschienen ist, der eine Teil der Opposition der Ansicht ist, wir gehen viel zu langsam voran, und der andere Teil der Opposition der Ansicht ist, wir gehen viel zu schnell vorwärts, spricht einiges dafür, dass wir, glaube ich, einen gesunden Mittelweg steuern, meine Damen und Herren. Punkt 4 Ihres Antrags. Inklusion, Ganztagsangebote und Sprachförderung sind wichtige Aufgaben und erfordern ausreichende personelle Ressourcen. Treffender kann man die Investitionsschwerpunkte dieser Landesregierung nicht beschreiben, meine Damen und Herren. Weit über 2000 Sonderpädagogen, die inzwischen in den Regelschulen im Einsatz sind. So viele wie nie zuvor. Mehr als 2500 Stellen nur für Sprachförderung und Integration von Seiteneinsteigern. So viele wie nie zuvor. Und ebenfalls deutlich über 2500 Stellen für die verschiedenen Ganztagsangebote. So viele wie nie zuvor. Zusammen mit dem Sozialindex, der Abg. Wagner darauf schon hingewiesen, macht er seit Beginn dieser Legislaturperiode einen Zuwachs von 3.510 Stellen nur für diese Schwerpunkte. Das muss uns erst einmal einer nachmachen, meine Damen und Herren. Und wir sorgen auch dafür, dass diese Stellen mit Fachkräften besetzt werden. Wir haben reagiert, sobald sich die Engpässe im Grund- und Förderschulbereich abgezeichnet haben. Mit unseren Maßnahmen zur Weiterqualifizierung von Lehrkräften mit anderen Lehrämtern, in denen sich im Moment über 200 Personen befinden. Mit der Weiterbeschäftigung von pensionsberechtigten Lehrkräften, wofür sich knapp 300 Personen gemeldet haben. Und mit der Errichtung von 315 zusätzlichen Studienplätzen an den hessischen lehrerbildenden Universitäten, wofür ich mich auch ausdrücklich bei Ihnen bedanken möchte. Dadurch ist die Lücke von gerade einmal 1% im Grundschulbereich, die wir zu Beginn dieses Schuljahres noch hatten. Und in Bärfelden-Gammelsbach, Herr Abg. Degen, fehlt niemand. Die 1,5 Stellen sind voll besetzt. Im Krankheitsfall hat jede kleine Grundschule ein Problem, aber die Stellen sind besetzt. Aber deswegen ist das, was noch übrig ist, so viel geringer als in anderen Bundesländern, wo man unsere Probleme gerne hätte. Darauf hat der Abg. Schwarz ja schon hingewiesen. Und wir arbeiten daran, auch das bis zum Herbst noch wettzumachen. Wir qualifizieren unsere Lehrkräfte auch im Umgang mit Heterogenität und individueller Forderung. Das ist ja Punkt 6 des Antrags gewesen. Genau das ist nämlich Gegenstand unseres neuen und umfassenden Fortbildungs- und Beratungskonzepts. Wenn Sie schauen, z. B. aktuell in die Datenbank, da stehen 183 Angebote nur zu diesen Themen. Und wenn Sie Inklusion, Ganztag und Integration noch dazunehmen, dann kommen Sie auf über 800. Ich finde, das spricht auch eine mehr als deutliche Sprache, meine Damen. Die Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen hat die Möglichkeit geschaffen, Verwaltungspersonal im Rahmen des großen Schulbudgets einzustellen. Und wir beraten kontinuierlich mit Praktikerinnen und Praktikern darüber, wie wir die Belastungen der Schulen durch administrative Erfordernisse nach Möglichkeit reduzieren können. Und auch da werden wir sukzessive Ergebnisse vorlegen, meine Damen und Herren. Das war Punkt 7 des Antrags der FDP. Wenn man überhaupt ein Beispiel nehmen möchte für bürokratischen Aufwand, über den sich die Schulen intensiv beklagt haben, dann hätte ich ein Beispiel für Sie. Das war nämlich die Entscheidung, den Schulen die Erarbeitung eigenständiger Schulcurricula für die Sekundarstufe 1 zu überlassen. Darüber haben sich die Schulen ganz bitterlich beklagt und haben gesagt, wir brauchen mehr Hilfestellung, wir brauchen mehr Leitplanken sozusagen, wir brauchen an dieser Stelle auch Vorgaben. Das haben wir übrigens bei der Erarbeitung dann der Kerncurricula für die Sekundarstufe 2 auch entsprechend beherzigt. Nur, wer ist denn auf den Gedanken gekommen, dass die Schulen ihre Curricula für die Sek 1 selber schreiben sollen. Das stammt auch aus den Jahren 2010 rundherum. Also ich würde sagen, wer im Glashaus sitzt, der sollte mit den Steinen etwas vorsichtig sein, wenn es um bürokratische Erfordernisse geht. Nein, da war ich noch nicht Staatssekretär, Herr Abg. Hahn. Das habe ich auch vorgefunden. Das hat das Team Nicola Beer und Ralf Alexander Lorz so vorgefunden. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen schon, an diesem Antrag der FDP lässt sich gar keine Grundsatzdebatte festmachen. Wenn überhaupt, dann möchte ich feststellen, etwas, was in diesem Hause schon einmal bei anderer Gelegenheit gesagt worden ist, Sie wollen offensichtlich noch mehr schwarz-grüne Bildungspolitik. Das liefern wir Ihnen auch gerne.
Das liefern wir Ihnen auch gerne. Und ansonsten ist es wie in dem Märchen von Hase und Igel. Sie können noch so schnell als Hase in der Furche laufen. Diese Landesregierung arbeitet im Zeichen des Igels und ist immer schon vor Ihnen am Ziel. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lorz. Herr Kollege Greilich von der FDP-Fraktion hat sich einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zwischendurch wird man schon einmal sprachlos, wenn man den Minister hier reden hört. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine hervorragende Zusammenarbeit mit einem Staatssekretär Lorz, der sehr daran beteiligt war, dass wir in der letzten Wahlperiode so gute Arbeit machen konnten. Und jetzt wird das alles irgendwo relativiert und infrage gestellt. Sagen Sie einmal, wo lassen Sie denn Ihre Selbstachtung, Herr Minister? Und wenn ich dann den Kollegen Wagner höre, den Kollegen Schwarz in der üblichen Art und Weise, da zeigt immer der Finger durch das Bundesgebiet nach Baden-Württemberg, nach Rheinland-Pfalz und was weiß ich wohin. Sie sollten nur immer daran denken, Herr Kollege Wagner, wenn ich auf Sie zeige, ich denke daran, dass dann vier Finger auf mich selbst zeigen. Und das sollten Sie auch nicht vergessen, und speziell bei dem Thema Inklusion. Sie versuchen, es immer wieder wegzudiskutieren, einfach die Realität zu verleugnen. Ich zitiere jetzt einmal aus dem Artikel von Herrn Drautsch in der FAZ, die Überlastungsanzeige, die wir nicht direkt bekommen haben, der Paul-Hindemith-Schule einer IGS im Frankfurter Gallus. Durch die vielen psychisch instabilen, gewaltbereiten, unruhigen und unkonzentrierten Kinder in den Klassen ist oftmals kein geregelter Unterricht möglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Minister, nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, was da draußen passiert, was wirklich in den Schulen los ist. Das ist das, wo Sie nach dem Motto laufen, Augen zu und durch. Deswegen muss ich auch noch einmal zwei Sätze mehr zitieren aus dem Brief des Gesamtpersonalrats, den ich vorhin schon einmal hatte. Ich hatte vorhin zitiert den Satz, zurzeit findet Inklusion unter widrigsten Bedingungen statt, weil da die Zeit nicht ausreicht. Ich will gerne den Absatz mal vollständigen, weil der es genau beschreibt. Seit zwei Jahren ist die Zahl der Stellen für Förderschullehrkräfte gedeckelt. Das heißt, die vorhandenen Lehrerinnen und Lehrer stehen einem zunehmenden Stundenbedarf an den allgemeinbildenden Schulen gegenüber. Gleichzeitig geht die Nachfrage nach einem Platz an einer Förderschule nicht in dem geplanten Umfang zurück. Den Beratungs- und Förderzentren, welche die Förderlehrkräfte verwalten, bleibt nur die Verteilung des Mangels. In der Regel stehen daher für den einzelnen Inklusionsschüler nur wenige Stunden zur Verfügung, und eine Doppelbesetzung im Unterricht ist nicht zu denken. Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, stellen Sie sich der Realität, nehmen Sie endlich einmal zur Kenntnis, was draußen in der realen Welt passiert, was Ihnen die Lehrerinnen und Lehrer berichten. Und nach all dieser Lobhudelei, die wir wieder hören mussten, will ich dann auch doch noch sehr deutlich sagen, was wir an Flüchtlingsbeschulung erleben, ist, dass Sie nicht flexibel auf das reagieren, was an Notwendigkeiten kommt. Sie alle führen die Gespräche mit der Wirtschaft, mit den Handwerkskammern, mit den Vertretern der Handwerker, die uns genau das erklären, was wir Ihnen als Opposition auch immer erklären, dass nämlich das derzeitige Angebot, insbesondere im Bereich des Deutschunterrichts, nicht ausreicht, dass es nicht reicht, zu sagen, nach zwei Jahren ist Schluss, da müssen die das können, ob sie es dann können oder nicht, das interessiert uns nicht. Diese starren Altersgrenzen, die zeitlichen Begrenzungen bei InteA-Klassen, das sind zu wenig Anstrengungen, die diese Landesregierung, die diese Koalition zeigt. Und bei der Alphabetisierung sind die Defizite noch viel größer. Die bürokratischen Lehrerzuweisungskriterien statt praxisnaher, bedarfsgerechter Entscheidungen, die sind es, die die Schulen drücken, die die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen treffen. Das Thema Digitalisierung hebe ich mir dann für die angekündigte, jetzt kommen Sie da auch nicht mehr raus, Herr Minister, Regierungserklärung für die nächste Runde nach der Bundestagswahl auf. Aber ich will eines doch noch einmal sagen, was an dieser Stelle gesagt werden muss. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Sie keine Kultur des Vertrauens zu Ihren Mitarbeitern, zu Ihren Lehrerinnen und Lehrern
fahren. Stattdessen macht sich, und so berichten es Ihnen die Mitarbeiter in den Verwaltungen, die Mitarbeiter in den Schulen, stattdessen macht sich ein Kontrollwahn breit, der immer neue Blüten treibt und unsere wichtigsten Mitarbeiter im Lande, die sich um die Kinder kümmern sollen, von der Arbeit abhält. Nicht ohne Grund hört man Land auf, Land ab, dass die einzige Wahrnehmung des Kultusministeriums in den Schulen darin besteht, dass kontrolliert und manipuliert wird, sowie und das muss man dann doch auch einmal deutlich aussprechen, eine in diesem Ausmaß noch nie dagewesene, offenkundig parteipolitisch motivierte Personalpolitik betrieben wird. Dann wird berichtet, dass offenkundig der Marschbefehl aus der Staatskanzlei umgesetzt wird, die Schulverwaltung in Hessen schwarz anzustreichen, egal wie viele Konkurrenten klagen, man damit provoziert und produziert. Ich komme zum letzten Satz. Angeblich werden Herr Kollege, Stellen bitte kommen Sie zum Ende. Ich komme zum Ende. Angeblich werden Stellen in Hessen ja überhaupt erst ausgeschrieben, wenn man meint, eine genehme Person zur Besetzung gefunden zu haben. Und dann, Herr Minister, müssen Sie sich nicht wundern, wenn sich andere Bewerber zur Wehr setzen und damit die notwendige Stellenbesetzung durch die notwendigen gerichtlichen Verfahren verzögert wird. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Als nächste Wortmeldung kommt nun Herr Kollege Degen von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich deshalb noch einmal zu Wort gemeldet, weil keiner der Redner von CDU, Grünen oder Landesregierung auch nur einen Satz dazu gesagt hat. Wie es um die Qualifikation, das habe ich gesagt, der 6.000, es geht nicht um die 100 nicht besetzten Stellen, es geht um die 6.000 Personen, die nur mit Unterrichtserlaubnis, das heißt, sie haben kein Lehramt, keine Lehrbefähigung, die nur mit Unterrichtserlaubnis unterrichten auf Lehrerstellen, die Noten geben für unsere Schülerinnen und Schüler, die Klassen leiten und wo absolut unklar ist, wer das ist, die dort unterrichten. Herr Kollege Wagner, ich rede nicht über Quereinsteigerprogramme. Quereinsteigerprogramme, wie wir sie jetzt ausführen, die qualifizieren Leute weiter, damit sie die pädagogische Qualifikation, die sie nicht haben, sich aneignen können. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber das, was in Hessen passiert, sind 6.000 Leute, die Studierende sind, die ein Diplom in irgendeinem Fach haben, die keine pädagogische Ausbildung haben, die Sie nutzen, um den eigentlichen Lehrermangel in Hessen zu kaschieren. Das ist der eigentliche Skandal in Hessen. Und dazu haben Sie kein Wort gesagt, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Wagner, natürlich gibt es ein ganzes Portfolio an Problemen und Herausforderungen. Wir diskutieren das doch das ganze Jahr über, ob in der inklusiven Beschulung, wo die Rahmenbedingungen nicht gut genug sind, damit es wirklich gelingen kann, ob im Ganztag. Und ich kann Ihnen mehrere Schulen nennen, die sowohl nicht ins Profil 1 kommen seit Jahren, die auch nicht ins Profil, die gar nicht ins Profil 3 können, weil sie noch gar nicht im Profil 2 sind in letzter Zeit. Da ist noch großer Nachholbedarf. Und genauso beim Sozialindex, der nach wie vor viel zu sehr als Gießkanne arbeitet und nicht schulscharf ist. Das sind große Baustellen. Wenn Sie das ankündigen, dass wir dort im September noch einmal darüber reden werden, im Rahmen einer Regierungserklärung, werden wir da sicherlich viele Möglichkeiten zu haben. Heute war der Fokus auf dem Thema Lehrermangel und ungeklärte Qualifikationen von 6.000 Personen, die in unseren Schulen arbeiten, meine Damen und Herren. Denn wo Schule draufsteht, muss auch Schule drin sein. Das ist unter Schwarz-Grün nicht der Fall. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin Faulhaber, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jetzt, wenn ich die Debatte mir so anhöre, ich würde das vielleicht als Regierung genauso machen, dass ich versuche, die Lehrerstellen, die es gibt, anzuführen, aber nicht die Probleme, die da in dem Bereich sind. Aber Sie können ja nicht einfach Lehrerstellen anführen in irgendeiner Zahl und sagen, ja, so viele Lehrer haben wir eingestellt oder sind beschäftigt. Das muss sich ja am Bedarf orientieren. Das wird ja erst lebendig, wenn der Bedarf klar ist. Und dann muss geguckt werden, stimmt die Zahl der Lehrer mit dem Bedarf überein. So, und der Bedarf ist gestiegen.
Also, es gibt mehr Geburten, es gibt mehr Schüler, die also als Flüchtlinge jetzt in die Schulen kommen. Es gibt den Ganztag und die Inklusion, die Sie beschlossen haben. Und da wäre es vielleicht schon einmal angebracht, wenigstens einmal einzugestehen, dass diese demografische Rendite ein richtiger Fehler war und eine Fehleinschätzung. Weil darauf basieren nämlich eigentlich die Schwierigkeiten, die jetzt erwachsen sind. Und dann möchte ich noch einmal einen Punkt sagen zu dieser Geschichte mit der Inklusion. So und so viele Lehrer haben Sie eingestellt für die Inklusion. Ja, es wäre ja noch schlimmer, wenn Sie auch nicht die eingestellt hätten. Als der gemeinsame Unterricht in den Schulen noch die Versuche der Integration waren, da gab es am Anfang eine Doppelbesetzung und zum Schluss immer noch 18 Stunden gemeinsam Unterricht. Heute können Sie froh sein, wenn 4 Stunden doppelt besetzt sind. Also die Förderung ist doch, Inklusion soll doch mehr sein als der gemeinsame Unterricht, und die Förderung ist zurückgefahren worden. Also hören Sie auf, einfach hier Zahlen in den Raum zu werfen. Setzen Sie sie ins Verhältnis mit den Bedarfen, die es gibt. Nein, die Fakten stören überhaupt nicht. Aber wenn man die Fakten nicht ordentlich einordnet, Herr Wagner, dann kommt man dazu, dass man sagt, wow, bin ich toll, ich habe 50.000 Lehrer. Langen die oder langen die nicht? Das ist die entscheidende Frage. Danke, Frau Kollegin Faulhaber. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nachdem die Debatte eigentlich recht sachlich war, ist jetzt dem einen oder anderen offensichtlich dann das Nervenkostüm geplatzt. Deswegen will ich es noch einmal einordnen. Ich fange einmal mit dem Kollegen Greilich an. Ich finde das ehrlich gesagt etwas inakzeptabel, wenn hier so getan wird, es werden Stellenbesetzungen nach irgendwelchem Gutdünken gemacht. Das mag vielleicht einmal irgendwann so gewesen sein, aber ganz gewiss nicht unter der Führung dieses Ministers. Das mal ganz gewiss nicht unter der Führung dieses Ministers. Das müssen Sie dann verantworten. Ich erinnere einmal an die Zeiten, die Sie zu verantworten hatten, und muntere Debatten darüber. Das weiß ich aber nicht. Das Ministerium hatten Sie ja einmal in der Hand. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Ich möchte auf die Fragestellung der vertrauensvollen Zusammenarbeit eingehen. Mein Eindruck ist ein anderer. Ich bin jetzt in vielen staatlichen Schulämtern gewesen, Schuljahresbeginn, habe mit vielen Schulleitungen mich ausgetauscht. Ich kann nur feststellen, das Vertrauen ist da. Da gibt es die direkte Kommunikation, so wie es sein soll. Und übrigens, den Schulleitungen wird auch etwas zugetraut, nämlich zu entscheiden, wer kann an bestimmten Unterricht abdecken, auch mit welcher Qualifikation. Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht, wenn beispielsweise in einer Schule Studenten erste Möglichkeiten des Ausprobierens bekommen. Oder das Beispiel an beruflichen Schulen. Hören Sie doch gerne zu. Das ist ja schön. Hören Sie doch bitte zu. An beruflichen Schulen, ich weiß nicht, ob Sie schon einmal an einer waren. Handwerker. Kennen Sie Handwerker, Herr Kollege Merz? Das ist schön. Trauen Sie einem Handwerker mit einer Ausbildungsprüfung, Eignungsprüfung zu, qualifizierten Unterricht zu machen? Vielleicht Sie nicht. Glauben Sie nicht, ne? Sehen Sie. Der Schulleiter ist sicherlich in der Lage, in einem Personalgespräch mal zu erörtern, ob das passt. Im Übrigen kann ich Ihnen eines sagen. Leute aus der Praxis werden nicht nur von Schulen und den Kollegien sehr geschätzt, sondern auch von den Eltern. Und da gibt es wunderbare Beispiele darüber. Und deswegen will ich es auch noch bewerten. Selbstverständlich ist bekannt, wer wo unterrichtet, nämlich das staatliche Schulamt und
natürlich auch die Besoldungsstellen müssen diejenigen auch bezahlen. Deswegen, als wäre das ein zugebundener Sack, Herr Kollege Degen, das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Und eine abschließende Bemerkung, Herr Kollege Greilich, noch einmal zur Inklusion, weil ich das wirklich nicht in Ordnung finde. Das, was Sie richtigerweise in Ihrem Antrag formuliert haben, nämlich das Kindeswohl ist das Maß aller Dinge, sinngemäß die Wahlfreiheit ist von elementarer Bedeutung und nicht die möglichst hohe Inklusionsquote ist entscheidend darüber, ob Inklusion gelingt oder nicht. Das stimme ich in jedem Punkt zu. Abschließend hat der Minister auch darauf hingewiesen, die Förderschulen sind und bleiben für uns elementar. Von daher weiß ich gar nicht, warum Sie hier einen Streit über den Zaun brechen, der gar keiner ist. Da sind wir uns in der Sache sehr einig. Inklusion und Förderschulen sind nicht Konkurrenten, sondern Inklusion und Förderschulen bedingen einander und gehören auch zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Das bedeutet, wir überweisen die drei Anträge in den KPA zur weiteren Behandlung. Vielen Dank.